Neu hier? Wieso? Weil ich nicht den ganzen Tag am See starre? Da drüben, da ziehen wieder welche aus. Reicht wohl die Kohle nicht, die man anderswo verdient. Ja, man kann sie schnell übernehmen. Du kennst Dr. Baum? Der hat meinem Vater seine Firma verkauft. Scheint dein Alter ja aber auch eine ganz schöne Nummer zu sein. Geht. Deiner? Meiner? Hey, sag mal, hat der einer jetzt hier geschissen? Kennen wir uns? Was? Woher wissen die vom Finanzamt, dass du schwarz arbeitest? Keine Ahnung. Weiß Mama schon Bescheid? Nee. Montag kommt unsere neue Wohnzimmergarnitur. Dann lümmeln wir zwei Hübschen uns mal so richtig schön lang. Dein Vorgänger, der feine Herr Dr. Baum, hat die Merschmann-Bilanz gefälscht, damit Merschmann Kredite bekommt. Insolvenzverschleppung. Ich habe alles auf eine Karte gesetzt. Kannst du dich wenigstens beim Frühstücken aufhören zu arbeiten? Mein Schwager haben die echt gepackt? Sein Anwalt sagt. Knast. Oh, komm. Na, diese scheiß Merschmann-Pleite, ne, die reißt sie alle mit runter. Sogar ich merke das hier schon. Halt dich fest. Merschmann hat angefangen zu zahlen. Jetzt! Ja! Und warum sagst du mir nichts, wenn ich das so belastet? Vertrau mir einfach, ja. Ich hab's im Griff. Herr Neuhardt, Steuerfahndung. Wenn Sie nicht kommen, dann kommen wir. Ich muss nämlich wissen, wohin sich das verdammte Arschloch verpisst hat! Scheiße!